So wie versprochen, heute der Fujitora Raid mit Gear 4 Legend. Ja, nicht, dass jetzt wieder irgendjemand denkt, ja, ich finde Gear 4 jetzt auf einmal doch gut. Nee, ich finde Gear 4 eigentlich immer noch scheiße. Also, keine Ahnung. Es ist immer noch genauso. Er ist immer noch definitiv schlechter als Timeskip Ruffy. Und das merkt man auch hier, weil ich mit Timeskip Ruffy wahrscheinlich ein besseres Team hätte bauen können. Da es mehr Endurance gibt, die Free Spirit sind, anstatt Endurance, die gute Fighter sind. Ja, wie funktioniert dieses Team? Fuji macht ja eine ganze Menge Bastard-Aktionen. Und eigentlich, ja, ich setze halt Koala in der ersten Stage ein, um halt möglichst viele von den Units killen zu können, um überhaupt die Hits zu überleben, was man mit Timeskip gar nicht bräuchte. Aber naja, wie dem auch sei. Dann lässt man sich halt von dem einen Dude binden. Braucht halt ein bisschen Anti-Bind. Ich glaube, Anti-Bind Level 2 ist mindestens drinne. Braucht man. Und ja, dann kommt man in die nächste Stage. Stallt gar nicht wirklich viel. Versucht nur Koala wieder hochzukriegen. Und ja, dann generell benutzt man halt G4 und Ivankov, um zwei Hits zu tanken. Und dann macht er das nicht mehr mit den Units wegkicken. Und dann hat man einen Turn, wo man bursten kann halt. Und mit Young Whitebeard hat man halt noch einen Prozent-Cut. Und ja, so funktioniert das Team. Ist relativ safe. Hier würde ich so machen, wie ich es gemacht habe, quasi. Mit Gear 4 oder mit irgendeiner Unit mit einem Orb die Seahorse killen und dann, ja. Da muss man halt hoffen, dass mindestens 2 in 2 Cooldown haben, aber das ist meistens der Fall. Also, ich hatte das bis jetzt nur sehr selten. Ja, dann killt man hier alle Units. Ist eigentlich nicht so viel zu sagen. Der Raid ist meiner Meinung nach einer mit Abstand schwersten überhaupt. Also, ich hatte überhaupt gar keinen Plan, was man da machen soll am Anfang. Der halt wirklich schlimm hurensohnhaft ist. Aber ja, mit dem Team ist er relativ farmable. Die Sache ist, man braucht halt eigentlich die Anniversary Sunny. Ansonsten, man könnte mal probieren, die Units drumrum als erstes, die Unit in der Mitte als erstes zu killen und dann vielleicht noch zwei andere oder so. Vielleicht kommt man dann hin, genug Damage zu machen. Ich habe keine Ahnung, müsste man mal ausprobieren. Dann könnte es vielleicht auch ohne die Anniversary Sunny funktionieren. Und statt den Whitebeard kann man definitiv einfach Mihawk nehmen. Das müsste vom Damage eigentlich auch reichen. Ja, dann seht ihr, man wartet hier einfach, setzt dann Ivankov ein. Sollte man sogar einen Turn früher machen, weil man noch mehr Heal hat, falls man irgendwie Hits tanken musste. Und ja, dann macht er 8000 Schaden. Er macht normalerweise 16.000. Ja, macht noch eine Unit weg, aber das interessiert uns alles recht wenig, solange wir das Ganze halt generell überleben. Und zwar haben wir jetzt unsere beiden G4s wieder und benutzen die beide. Na komm, benutzt die G4, sehr schön. Ja. Ja, auf Koala hatten wir jetzt keinen Orb. Also ich hätte noch mehr Damage gehabt ohne Koala. Mit Koalas Orb, weil ihr werdet gleich sehen, gleich wird nochmal zwei Units wegkicken für einen Turn. Ja, da 80% Damage Reduction reicht easy, solange man noch ein bisschen Leben hat, was man haben sollte von Ivankov. Und ja. Also Koala und Ivankov, weiß ich nicht. Ideo kann man vielleicht für Koala nehmen, wenn man den Special Level maxed hat. Ivankov, glaube ich, kann man mehr oder weniger nicht replacen. Dann nur mit Alvida, wenn man halt genug Auto-Heal hat, beziehungsweise generell. Ja, aber ich weiß nicht, ob es dann mit dem Damage hinkommt. Also, das müsste man ausprobieren. Weil ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wie dem auch sei, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video.